Ich bin dann heimgegangen, war total fertig und bin dann zu meiner Mutter gegangen und habe ihr erzählt, was passiert ist. Und ich habe gesagt, ich lasse mir das nicht gefallen, ich gehe zur Polizei und zeige das jetzt an. Das war dann circa um 8 in der Früh oder so. Ich habe natürlich nicht schlafen können, bin dann irgendwo herumgestiegen im Ort davor noch. Und sie hat zu mir gesagt, ja, wegen so einer Kleinigkeit, was willst du denn tun? Das klappt das sowieso niemand, brauchst gar nicht zur Polizei gehen. Und das hat mich so wütend gemacht, wirklich. Das hat mich so wütend gemacht. Ich bin dann zur Polizei gegangen, die hat gesagt, sie braucht eine ärztliche Bestätigung. Ich bin dann zum Arzt gegangen. Er hat dann mit dem Maßband meine Schwellungen vermessen. Es waren einige an den Oberarmen. Ich habe blaue Flecken gehabt, am Hals noch blaue Flecken gehabt. Er hat das alles notiert und damit bin ich dann zur Polizei gegangen und habe die Anzeige gemacht. Und meine Mutter hat dann gesagt, ja, gehst halt nicht mehr hin. Und ich habe mir gedacht, na, das lasse ich mir nicht gefallen und bin dann wieder hingegangen und bin weiter zur Arbeit gegangen jeden Tag. Der Chef ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, sag einmal, was habe ich denn da gehört? Ist das echt wahr? Du hast den Herrn angezeigt, kann ja wohl nicht sein. Und ich habe gesagt, ja, natürlich habe ich das gemacht. Entschuldige, was ist mit dir los? Wie kannst du das gesehen haben und mir nicht geholfen haben? Und er hat dann gesagt, das ist ja so eine Kleinigkeit, sei doch nicht blöd, wegen so einem Scheiß, willst du jetzt nicht so ein Drama machen? Was glaubst du, was dem alles passieren kann? Das hat er zu mir gesagt. Und nimm doch die Anzeige wieder zurück. Und ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht.